Klassisches 6-Punkte-Spiel am zweiten Spieltag der Abstiegsrunde in der Regionalliga Nord. Altona 93 empfing den Lüneburger SK Hansa. Nur 2 Punkte trennen beide Mannschaften. Und während die auf Rang 6 stehenden Lüneburger sich mit einem Sieg ordentlich Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen könnten, so würden sie bei einer Niederlage gegen den Tabellenachten ganz tief unten reinrutschen. Dementsprechend waren sie natürlich bedacht, offensiv zu starten. Ruba Sarian marschiert mit Tempo über die rechte Seite, passt scharf in die Mitte, Meier kommt nicht dran. Andere Seite, Bombeck steckt wunderbar durch zu Krotzke. Aber sein Abschluss ist kein Problem für Birjukov im Kasten der Lüneburger. Lüneburg hauptsächlich über Tempogegenstöße gefährlich, wieder über die rechte Seite. Und dann ist es Malte Meier, der zum Abschluss kommt, aber nur den Pfosten trifft. Allgemein jedoch kein gutes Spiel. Es gab viel Diskussionsbedarf beider Mannschaften mit dem Schiedsrichter. Diese Szene ein Beispiel. Distanzversuch von Rauf. Lorenzen fängt ihn jedoch sicher ab. Und dann kam der Ball wieder mal durch zu Ruba Sarian. Wieder über die rechte Seite. Krotke klärt zur Ecke. Gefährlicher wurde es im ersten Durchgang nicht. Die gut 1000 Zuschauer an der Adolf-Jäger-Kampfbahn erlebten einen klassischen Abstiegskrampf. Nächstes Beispiel folgt zugleich. Kunze vertändelt hier schlampig eine mögliche große Gelegenheit. Dann endlich mal wieder Altona in der Offensive. Gohuas Abschluss, jedoch auch ohne große Gefahr. Eine Flanke der Gäste, eigentlich kein großes Problem für Lorenzen, doch der landet mit zu viel Schwung außerhalb des Strafraums. Gute Freischussposition für den LSK, die jedoch kläglich von Meier vergeben wird. Wir springen bereits in die Schlussphase. Leichte Vorteile für die Gäste aus Lüneburg. Dann jedoch ein Konter für Altona. Akiol ist das hier, der viel Raum vor sich hat. Licht rüber zu Wolas. Und der eiskalt zum 1:0 in der 86. Minute. Alles deutete auf ein Unentschieden hin mit Tendenz Richtung Gäste. Doch dann dieser Konter und dieser eiskalte Abschluss von Ole Wolas. Und dann der direkte Gegenzug, denn Lüneburg wollte natürlich noch wenigstens den Punkt hier mitnehmen. Ball in den Strafraum. Zoch kommt hier gegen Safo Mensah zu Fall. Und der Schiedsrichter zeigt tatsächlich auf den Punkt. Der Arm vom Verteidiger ist draußen. Den kann man, denke ich, geben. Dann aber ganz unschöne Szene von Torhüter Lorenzen von Altona 93. Schnaubt da Richtung Elfmeterpunkt. Malte Meier lässt sich davon jedoch nicht beirren und trifft sicher zum Ausgleich. Doch die Provokation hat er natürlich mitbekommen und teilt dies Lorenz noch deutlich mit. Der ist damit gar nicht einverstanden und lässt sich hier zu einem Schubser hinreißen. Schiedsrichter Patrick Schwengers handelt konsequent und gibt beiden Spielern die gelbe Karte. Bitter für Malte Meier, für ihn ist es bereits die zweite in dieser Partie und damit logischerweise der Platzverweis. Meier verwandelt den Elfmeter zunächst souverän. Und hat sich dann doch von dieser Aktion zuvor provozieren lassen, die Schiedsrichter Schwengers leider nicht gesehen hat. Für den Torschützen ist es natürlich besonders bitter, danach vom Platz zu müssen. Mit einem Mann mehr wollte Gastgeber Altona natürlich trotzdem noch irgendwie die 3 Punkte zu Hause behalten und warfen so nochmal alles nach vorn. Doch symbolisch für dieses Spiel war auch diese Ecke nicht gefährlich. Und so endete die Partie am Ende mit 1:1 unentschieden. Ein Punkt, der beiden Mannschaften nicht wirklich weiterhilft.
Das Interview nach dem Spiel führte Jano Gier.